So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, es geht mal wieder um ein Batman-Fahrzeug. Letzte Zeit mache ich die ja ziemlich gerne auf. Auch den Templer habe ich ja schon aufgemacht, weil ich ja daraus immer diese Mini-Dioramen mache. Ihr wisst ja, mit Straßen und sowas alles ist immer richtig cool. Das sieht auch cool hier aus. Ja, da darf natürlich der Klassiker nicht fehlen. Der ein oder anderen kennt die noch aus einer Kultserie. Perfekt von 1966. Das Lego Batman Mobil mit der Nummer 76188. Schwarz-Rot. Perfekt. Ist mal wieder eine andere Farbgebung. Dieses hat ein Schild dabei. Ist zwar kleiner wie die, die ich immer benutze, aber dann hier diesen Drehschemel. Ist schon etwas älter. Ich kenne auch die Videos von den einen oder anderen. Aber ich baue die ja komplett jetzt zusammen. Und dann denke ich mir ja was aus mit der Straße. Vielleicht einen Baum dazu, weil Wand habe ich ja schon. Ja, so ein, ich sag mal, so ein Schildermast habe ich schon. Mal gucken, was ich jetzt hierbei verwenden kann bei den Klassiker von 1966. Aber nichtsdestotrotz wollte ich den euch nur zeigen, was ich jetzt wieder mache. Und natürlich, die Seite ist Batman drauf, mache ich die Seite auf. Und ja, ich mache sie immer vorsichtig auf, weil das A und O ist ja die Originalverpackung von Lego, das wisst ihr ja immer. Aber ihr könnt mir ja schon mal eine Idee schicken in diesem Video, wie ich das, ich mache es ja sowieso ein Diorama davon, ein Video, wie ich das gestalten soll. Nur die Beinstraßen, den Klassiker drauf oder im Hintergrund vielleicht irgendwas Grünes, was farbdezent, weil ich habe ja bis jetzt alle in Schwarz gemacht. All das könnt ihr, sollt ihr für mich auf jeden Fall posten und kommentieren. Vielleicht ist ja dann ein guter Vorschlag dabei. Aber jetzt, was haben wir in das Lego Batman Produkt mit der Nummer 76188? Da befindet sich Tütchen Nummer 3, Tütchen Nummer 1, Tütchen Nummer 2. Oh, Aufkleber aus! Oh, das Schild, das geht eigentlich relativ. Ist zwar kleiner wie die, die ich habe, aber ist deutlich genug. Bauanleitung von den Klassiker. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall, was haben wir in Tütchen 1? Batman, blauen Umhang, ist natürlich richtig cool. Den zeige ich euch noch. Umhang in Blau, habe ich glaube ich auch nur einen einzigen von. Eben mal schauen, zusammenstecken, jetzt blauer Umhang und dann den Kopf. Blauer Umhang. Wo ist der Kopf? Kopf, 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 Kopf. Da ist er. Auch in Blau. Entschuldigung. Einmal. Zweimal den Kopf drauf. Die blau-schwarze Maske. Das ist der Batman, der dabei ist. Schön der alte Klassiker in Blau. Seht ihr? Mit dem Gürtel. Passt also das dazu. So, ich werde natürlich jetzt erstmal Tütchen 1 zusammenbauen und melde mich gleich nochmal wieder und deswegen sage ich mal bis gleich. So, bin jetzt auf Seite 24 angekommen. Das bedeutet Tütchen 2 öffnen. Was hatten wir alles in Tütchen 1 drinne? Erstmal die Grundform des Klassikers. Ist auch schön stabil. Sind auch schon, wie ihr seht, drei Aufkleber verwendet worden. Dann
paar Teile über, die kommen gleich bestimmt, den Standfuß. So, der Aufkleber an sich, Bettmobil 1966, ist groß genug. Aber dieses Teil, wo der ja draufgesteckt wird, wo er dann so ein bisschen bewegen kann, brauche ich nicht, kann ich aber für was anderes gebrauchen, wahrscheinlich. Und für was, sage ich euch am Ende des Videos. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt Tütchen Nummer 2. Und wie ich immer so schön sage, 2,5. Das sind ja immer die kleinen Tütchen, die in die großen drinne sind. So. Werde jetzt nochmal das Video unterbrechen, weil wir haben ja noch ein Tütchen vor. Also sage ich nochmal, bis gleich. So, bin jetzt auf Seite 45 angekommen. Das bedeutet Tütchen 3 und 3,5. Was hatten wir bis jetzt? Der Rest ging eigentlich alles nur auf das Fahrzeug oder auf das Bettmobil 1966. Ihr seht, und ist ziemlich stabil. Wichtig, das rote Telefon. Der ein oder andere kann sich nur dran erinnern. Dann hier, seht ihr das? Alles wieder Aufkleber. Besonders die hier hinten, schön klein. Der ist ein bisschen schräg. Seht ihr das? Ist mir missgeschickt passiert. Aber damit muss ich leben und kann ich auch leben. Weil wichtig ist ja eigentlich nur, dass ich das Auto habe. Aber nichtsdestotrotz öffnen wir jetzt Tütchen 3 und 3,5 und bauen Joker zusammen. Und dann werde ich das Video noch einmal unterbrechen, dann wiederkommen mit einer anderen Perspektive, um so ein bisschen mal die anderen Autos zu vergleichen. Aber jetzt erstmal Jokers Zusammenkunft. Schöne Farbe, weißer Kopf, roter Lippenstift, grüne Haare. Da ist er. Op! Ah, er musste zum Friseur. Der Klassiker von Joker. Richtig cool. Weil das ist ja jetzt der neue, das Magazin drin ist, ihr wisst es ja. Hat natürlich auch was, aber der alte Klassiker, der muss sein, es gehört sich eigentlich dazu. Besonders die leicht hellgrünen Farben. Aber nichtsdestotrotz kommt er jetzt hier hin. Ich werde jetzt Tütchen 3, also das Auto zusammensetzen, noch den Rest, melde mich gleich nochmal wieder, dann mit einer anderen Perspektive und sag nochmal, bis gleich. So. Bin jetzt fertig geworden mit dem Bettmobil, den Klassiker von 1966. Und ich muss sagen, er ist nicht schlecht. Er tut, was er soll. Er ist ganz schön schnell. Die Räder bewegen sich richtig gut und lange. Von unten drunter das Teil. Und ihr seht, ich habe jetzt hier vorne die Alternative ohne Bewaffnung benommen. Das kann man nämlich noch einmal umbauen. Das ist dieses hier. Ich muss mal euch zeigen. Hier einmal mit Bewaffnung und einmal ohne. Das könnt ihr mich umbauen, weil nämlich noch ein paar Steine da sind. Ich habe es ohne Bewaffnung gemacht. Weil ihr kennt das ja, finde ich viel interessanter. Jetzt schaut mal von vorne. Ich weiß nicht, ob das noch rüberkommt. Richtig cool. Also mir gefällt er. Ich bin doch nicht böse, dass ich ihn mir doch geholt habe. Aber ist ja eh ein Bettmobil. Und da ich ja gerne diese Straßendiagramme baue, seht ihr, das sind jetzt die Teile zum Umbauen. Karton mal wegtun. So, Batman an sich passt natürlich richtig cool hier rein. Sieht auch witzig aus. Kommt bei mir natürlich nicht rein, ist ganz klar. Dann testen wir jetzt mal die Aufnahme. Ist natürlich hier, einfach nur reinklicken. Fertig ist es. So, dann kann man es so schön hinstellen.
Aber jetzt den Batman hier vorne hin, es fehlt eine Platte, um die Batman-Figur festzumachen. Weil ihr kennt das Staubputzen, sie fällt immer wieder um. Das heißt, ihr müsst sie reinsetzen. Aber was macht er da mit Joker als Beifahrer? Nee, da passt da wirklich nicht hin. So, und dann habt ihr natürlich den Drehteller. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Nein, auf keinen Fall. Ich werde den Drehteller natürlich für was anderes benutzen. Vielleicht für mein Motorrad, was ich gerade mir zusammenbaue, selbst erstelle. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja gerne mit diesen Straßendioramen. Das sind ja diese hier. Einmal mit dem Templer, richtig schön schwarz, Figur, Schild hinten dran, perfekt. Dann der Klassiker schlechthin. Straßenschild, drehbar mit den Batman, mit den größten Flügeln, die es gibt für diese Minifigurenserie. Dann das Fahrzeug, perfekt. Und ihr seht schon, den Klassiker brauche ich auch wieder zwei Straßenschienen. Also Straßenplatten. So. Jetzt weiß ich noch nicht. Er ist ja ein bisschen in Farbe. Alles andere seht ihr ja selber, ist richtig schön im Dunkeln. Er ist rot. Perfekt als Klassiker. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ein Straßenschild machen soll, wo ich den hinpacken kann oder vorne ein bisschen höher. Wird natürlich auch cool aussehen. Was im Hintergrund? Gar nichts. Vielleicht so ein paar schwarze Steine, wo die Figuren drauf gehören. Oder Bäume grün, dass es farblich was ist. Ich weiß es nicht. Gebt mir doch mal einen Tipp. Vielleicht nehme ich was an. Und wenn ich dann irgendwie eine Idee habe und mir das zusammenbaue, werde ich davon natürlich ein Video machen. Aber erst gebe ich offen und ehrlich zu, dieses Drehvorrichtung, wenn die schwarz wäre, wäre natürlich besser. Warum? Ich bin gerade dabei, mir ein Batman-Motorrad zusammenzubauen. Passt natürlich wunderbar. Aber da bin ich auch noch nicht so ganz fertig mit. Aber nichtsdestotrotz, wo ihr dieses Batmobil von 1966, der Klassiker, ist wirklich ein schönes Objekt, muss ich echt sagen. Größe passt, spielen kann man damit wunderbar, stabil, er ist ziemlich schnell. Wo ihr den sicher und bequem bestellen könnt, verlinke ich euch unter dem Video. Sicher und bequem. Bei Lego ist er ausverkauft, habt ihr nochmal reinkommen, wird er. Aber wo ihr ihn jetzt noch bestellen könnt, verlinke ich euch unter dem Video. Ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr ihn findet, was ihr davon haltet. Und vor allen Dingen einen kleinen Vorschlag, was ich machen kann. Seht ihr so im Hintergrund vielleicht ein paar Gebüsche oder Grün? Wird bestimmt auch witzig aussehen. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir jetzt irgendwas. Dankbar dafür, vielleicht nehme ich es an. Vielleicht bin ich auch meinen eigenen Kopf und mache mir selber was. Und ihr habt es gehört, wo ihr den sicher bequem bestellen könnt, hier unter dem Video. Eure Meinung, eure Kommentare sind mir jetzt wichtig. Und das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.